Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. So, in der letzten Folge haben wir ein Fotoshooting auf dem Vulkan absolviert und haben dafür, ich glaube, 10 oder 15.000 Gil bekommen. Jetzt haben wir schon wieder den nächsten Auftrag, was zu fotografieren, und zwar die Klippe vor Unsomnia, Sehnsucht nach der Heimat. Das wollen wir doch jetzt mal probieren. Da sind schon wieder ein Haufen komischer Wächter oder was das sein sollen. Ach du Scheiße. Können wir hier außenrum irgendwie gehen? Na, das sieht nicht so aus. Ich glaube, wir müssen da irgendwie durch. Hier räume ich auf. Ah, ich glaube, ich mache das mal so. Ich verlasse mich drauf. Okay, die machen schon ganz schön Schaden. Mach dir auch nicht keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Ich wollte den da oben haben. Kurzer Prozess. Okay, läuft doch. Okay, die haben zum Glück keine hohe Stufe. So, das müsste auch schon gewesen sein. Jawohl. Klingt, als würde es dir blenden. Freu dich nicht zu früh. Okay. Weiter geht's. Auf nach Unsomnia. So, wie kommen wir hier durch? Gar nicht. Hier kommen wir nicht hoch. Okay. Da kommen wir auch nicht durch. Wie kommen wir denn da durch? Kann mir das mal jemand erklären? Karte. Müssen wir hier oben vielleicht lang? Oder kommen wir da noch gar nicht hin? Kann es sein, dass wir da noch gar nicht hinkommen? Weil hier ist es ja gesperrt. Das wäre natürlich nicht so geil. Oder wir müssen da hinten entlang. Schauen wir einfach mal. Das Mikrofon ein bisschen richten hier, Leute. Echt angenehm hier. Ja, das stimmt. Aber da hinten ist doch zu, oder? Okay, wir probieren es jetzt einfach mal, würde ich sagen. Dass wir vielleicht außen rum gehen können? Ich weiß es nicht. Das werden wir bestimmt gleich sehen. Hier hätten wir mit dem Regal ja auch fahren können. Ah, genau. Hier sieht es gar nicht so schlecht aus. Leute, ich wollte euch mal fragen, habt ihr vielleicht Lust, als nächstes Projekt neben Zelda, dass wir vielleicht mal Bloodborne spielen? Ich habe es ja schon durch, ich habe auch schon Platin in dem Spiel, aber ich muss sagen, das Spiel ist einfach mördermäßig geil. Und ich hätte vielleicht, ich hätte eigentlich mal Bock, wieder ein bisschen reinzugucken. Vielleicht nicht komplett durchspielen oder so. Je nachdem, wie wir Bock drauf haben. Aber ich hätte wieder mal Bock reinzugucken. Das hat mir damals richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und eine der wenigen Spiele, wo ich Platin gemacht habe. Auf geht's. Jo. Machen wir erstmal die Down hier. Das nenne ich kurzen Prozess. Ignis! Ja! Schluss mit dem Elend. Wie gesagt, schreibt's
Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Nur ein bisschen reinschnuppern wieder. Ich hoffe ja mal, dass From Software Bloodborne 2 bald mal ankündigt. Alter, was ist hier los? Legt euch nicht mit dem Commander an. Weiter so, Nord. Yep. Alles klar. Läuft, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass es mal ein paar Folgen machen. Auf geht's. Ja. Stirb! Kein Grund zur Sorge. Wie sieht's da drüben aus, ja? Vorwärts. Okay, es läuft gut, würde ich sagen. Weiter geht's. Ist ja nicht mehr weit. Da müssten wir ja eigentlich das Foto machen können. Sehnsucht nach der Heimat. Die Königsstadt fotografieren. Das machen wir doch jetzt. Fotozeit. Gut, berichten wir von unserem Erfolg. Sehr schön. Was, der Schwarz-Weiß-Fotofilter-Zeitsprung ist jetzt verfügbar. Okay. Oh. Können wir nicht gleich zum Regal ja zurückkehren? Nee. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Somit müssten wir eigentlich dann genug Geld haben, oder Gil, sag ich mal, dass wir uns ein bisschen mit Items eindecken können, weil bei dem Ravus zum Beispiel haben wir Unmengen an Tränken gebraucht, das war ja unglaublich. Ich glaube, dass ich da mindestens 40 Tränke verballert habe und der war erst halb von der Energie runter. Dann kann ich gleich mal für 3.000, 4.000 mal einkaufen. Vor allem Phönixfedern und sowas, die sind ja schweineteuer. Tolles Wetter heute. Ja. Wird er wieder extrem knapp werden, dass wir da zum Wie kommen. So, da hinten steht der Regalia. Muss ich nochmal auf die Karte schauen, ist hier irgendwo ein Zelt in der Nähe? Da hinten wäre ein Zelt. Da könnten wir eigentlich übernachten. Oder auch in Hammerhead.
Ich würde sagen, wir fahren nach Hammerhead und übernachten dort schnell, weil wir das sonst nicht schaffen. Und wir wahrscheinlich im Dunkeln irgendwo aussteigen müssen, wäre natürlich suboptimal. Einsteigen. Wir fahren... Warte mal. Automatisch fahren zur Karte. Wir fahren nach Hammerhead. Oder warte mal, können wir nicht... Nein, warte mal, können wir nicht... automatisch nach Lestalum fahren? Genau, das machen wir gleich so. Optimal. Zauber ausrüsten. Die Waffen müssen auch Zauber... wie Waffen müssen auch Zauber ausgerüstet werden. Ihre Anwendungszahl ist begrenzt, aber sie sind so mächtig, dass es sich empfiehlt, immer mindestens einen Zauber einsatzbereit zu haben. Gut, das wissen wir ja. Ich vergesse es nur immer auszurüsten. Weiß was ist eigentlich die Maximalstufe in dem Spiel? Ich glaube Level 50, oder? Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Aber da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was vor. Ich glaube, wir sind jetzt Stufe 38 oder 39, irgendwie so. Oder 37, ich weiß es nicht genau. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Ja, das weiß ich. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Genau, es ist eh schon nachts, 20 Uhr. Schauen wir mal, ob er jetzt gerade da ist. Er stand doch hier, oder? Naja, er steht immer noch da. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Habt ihr ein gutes Foto dabei? Klar. Was gut ist, musst du uns sagen. So, wir speichern das einmal. Ich sehe, wir müssen unsere Fotodinger wieder leeren. Weiter. Oh, ein Schwarz-Weiß-Bild. Das steigert die Ausdruckskraft dieses nostalgischen Motivs enorm. Vielen Dank für diese tolle Momentaufnahme. Hier, das ist euer Lohn. Das ist großzügig. Nicht doch. Das ist meine Art, euch etwas zu unterstützen. Wir Könige müssen schließlich zusammenhalten, was? Seht in mir bitte einen Verbündeten. Ja, sehe ich auch. Du bist der Einzige, der mir richtig Kohle macht hier. ...17.500. Sehr schön. Hallo. So, was hast du denn noch für uns? Habt ihr wieder mal Lust, mir ein paar Fotos zu machen? Klar. Worum geht's denn diesmal? Diesmal brauche ich Fotos von einer imperialen Basis. Nicht dein Ernst? Doch. Das Imperium knöpft uns schließlich eine Menge Steuern ab. Die Steuerzahler sollen sehen, wofür ihr Geld verwendet wird. Den Artikel dazu schreibe ich, keine Sorge. Ich brauche nur die Fotos dazu. Das wäre ziemlich gefährlich. Also passt gut auf euch auf, hört ihr? Okay, ich glaube, das wird wirklich gefährlich. Imperiale Basis fotografieren. 3 Fotos brauche. Mehrere Aufgaben wurden deiner Aufgabenliste hinzugefügt. Alles klar. Schauen wir doch mal auf die Aufgaben. Okay, das scheint... Oh, das scheinen mehrere Standorte sogar zu sein. Imperiale Präsenz in Leide. Aber er sagt mir nicht, wie viel ich da bekomme. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall genug sein. So, wo ist denn das überall? 4 Kilometer. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen übernachten. Du bist ganz schön selbstbewusst. Nicht ohne Grund. Und
Weil nachts ist es ein bisschen krass. Habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Aber nachts hier rumrennen mit den Viechern, die da kommen, das ist unglaublich, wie stark die sind. Da sehen wir kein Land, die machen uns One-Hit. Deswegen übernachten wir einmal. Willkommen, der Herr. Sie wünschen ein Zimmer? Übernachten. Für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Genau. So, Stufe 40 schon. Sehr schön. Okay. Okay, damit würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Schauen wir in der nächsten Folge an, wie es dann mit den Fotografien weitergeht. Ich will jetzt auf jeden Fall noch die Questline oder keine Ahnung, wie viele Quests da noch kommen. Von dem will ich auf jeden Fall fertig machen, weil wir einfach wahnsinnig gut Geld bekommen und das Geld gut gebrauchen können für Items, heißt Tränke, Elixiere, Phönixfedern und so weiter. Die sind ja schweineteuer und da brauchen wir das Geld, können wir wirklich gut gebrauchen. Gut, war jetzt der Schlusssatz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaut auf jeden Fall wieder rein, würde mich freuen, auch bei einem anderen Let's Plays. Zelda läuft ja auch gerade nebenbei. Genau, damit würde ich sagen, reingehauen, bis dann, ciao, ciao, euer Andi.